Das ist echt ein Anblick. Ein Anblick für die Götter. Ach, Entschuldigung, ein Anblick für den einzig wahren Gott, für den heiligen Bullen, für alle seine Diener, für euch und für mich gleichermaßen. Ein Anblick, der uns amüsiert, der uns ein wenig spötteln lässt über die Osmanen. Obwohl ja, dass hier mittlerweile Brüder und Schwestern im Geiste sind, auch sie beten den Bullismus. Ach Gott, ich komme hier vom Hölzchen auf Stöckchen. Das kommt drauf. Das kommt halt da, wenn das Herz übervoll ist, vor lauter Freude und Andacht an unserer Gottheit. Denn redet man dann, wenn man eigentlich über weltliche Sachen redet, mitunter, ich komme schon wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Ist das nicht ein Anblick für die Götter, für den einzig wahren Gott, der Siedler hier, der Siedler der Osmanen, der herumläuft und herumlummert vor den Toren von Westblick und dort ein Plätzlein sucht, wo er eine Stadt gründen kann? Oder will der hier einfach nur einen Vorort gründen? Das könnte ich mir wiederum vorstellen. Gibt es vielleicht auch bei Einheiten und nicht nur bei Städten bisweilen Loyalitätsprobleme? Möchte dieser Siedler, der hier herumläuft und von einem Schwertkämpfer begleitet wird, vielleicht Asyl suchen bei uns? Und hier einen Vorort gründen? Könnte ich mir vorstellen. So. Noch ein Apostel, den wir auflösen könnten. Aber den lösen wir nicht auf. Das ist ein Disputant. Und den hier, den könnten wir auflösen für den nächsten Glaubenssatz. Aber der hat noch eine Verbreitung, die er vorher verbrauchen sollte, glaube ich. Das sollten wir machen. Vorher lassen wir ihn aber heilen. Das kann er ganz gut direkt neben der heiligen Stätte. Und diesen Missionar wiederum, mit dem wollten wir rüber. Ihr wisst warum, ne? Ihr habt doch die letzte Folge mitbekommen. Wir haben einen weiteren Glaubenssatz dazu bekommen. Wahrscheinlich rede ich deshalb die ganze Zeit über den heiligen Bullen. Einer fehlt noch. Pilgerschaft haben wir plus zwei Glauben für jede Stadt mit dieser Religion in anderen Ziffs und Stadtstaaten. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir schnappen uns hier den Missionar. Ach, übrigens, beim letzten Mal, als wir so lange nachgedacht hatten, welche Glaubenssätze sind noch frei. Da hatten wir ja zwischen zweien geschwankt, dem hier, der uns Glauben bringt, und einem anderen, der uns mit Wissenschaft beschenkt. Und vielleicht ist der ja nachher auch noch frei, denn alle anderen Glaubenssätze oder Glaubenssätze-Slots aller Orten sind belegt. Das heißt, wir werden uns den sowieso schnappen können, den Wissenschaftsslot, früher oder später noch. Genau, wir wollten rüberrennen zu Stadtstaaten. Hier konvertieren, da konvertieren, denn Auckland ist schon konvertiert, denn plus zwei Glauben für jede Stadt, auch in Stadtstaaten. Da rennen wir darüber nach Nazca. Und nach Maskat. Ja, das machen wir. Hier könnten wir auch konvertieren. Hier ist noch ein bisschen Druck vom Sikhismus. Und hier kommt die Konvertierung Richtung Sikhismus auch. Lass uns mal hier bleiben. Ab Richtung Nazca. Was ist der schnellste Weg hin? Er heilt hier bitte einmal aus. Der Disputant. Von wo aus droht Gefahr? Vom Sikhismus im Osten? Oder vom Judentum im Westen? Man weiß es nicht. Ich setze den hier mal dorthin, wo er übers Wasser am mobilsten ist. Das könnte hier sein. In Kupeskano. Hier drin, dann kann er schnell in beide Richtungen. Ja, wir schicken den mal nach Kupeskano rüber. Wohl über die, am schnellsten ist er, glaube ich, genau da unterwegs, wo er ist, denn der kann ja über die Straßen schnell rüber, ins Wasser nach links, und hier kann er nach rechts laufen. Wir lassen ihn da, wo er ist, oder wir stellen ihn sogar hier, wir stellen ihn auf, ach, wir haben gar keine durchgehende Straße, dann stellen wir ihn hier hin, auf dieses Feld hier. Hier hin und eine Runde aussetzen. Genau. Wenn wir gleich einen Kulturschock haben wollen, der hat ja nur eine Aktion. Wollen wir ihn dann haben von dem Feld aus oder von dem? Einmal, erster, zweiter. Ich mache das Gitternetz wieder an. Die beiden kommen dazu. Das kommt dazu. Das bringt mehr hier. Da setzen wir eine Runde aus. Noch kaufen wir das Feld nicht dazu. Wir sammeln ja gerade ein wenig Geld für einen Siedler und dieser Toa-Krieger wiederum. Könnte natürlich auch hier unten
hierum kümmern und ach ja, das ist doch viel simpler. Wir machen das anders. Wir mischen das mal Barendorf das dort unten aus. Ich weiß, wer es machen. Wir ziehen ihn hier hin. Und machen aus ihm ein Musketier in 7 Runden und ziehen dann mit dem Armbruchschützen und dem Musketier hier hin, weil das geht ratzfatz. Und dann können wir, auch das Bonusdorf uns hier holen und dann können wir in der Zwischenzeit hier weiterhin versuchen, das Camp hier zu knacken. Genauso machen wir das. Ja. Alles klar. Und an Glaubenspunkten brauchen wir noch einen Missionar eventuell. Sollen wir noch einen kaufen? Ach komm, wir kaufen noch einen. Desto schneller. Oh, wir können auch Campusgebäude kaufen. Das hatte ich ganz vergessen. Aber zuerst machen wir das mit dem zweiten Missionar, dass wir noch ein paar Städte bekehren können. Und danach investieren wir dann unsere Glaubenspunkte in Campus und in Theaterplatzgebäude. Eine Runde weiter. So, und hier, genau, hier wollten wir eine Aquazucht erstellen, weil in Westblick Liang ist. Sehr schön. Und jetzt könnten wir sogar Liang rüberschicken nach Ruatoria. Hier entsteht der Leuchtturm. Sie bringt die vielen Produktionspunkte hier. Aber wichtiger ist eigentlich, der Leuchtturm bringt die Händlereinheit. Wir wollten 3 Runden abwarten. Aber hier könnten wir schon mal drauf los modernisieren mit der Fischzucht. Aber Wohnraumprobleme noch nicht da. Wir warten ab. Das machen wir in... wenn der Leuchtturm fertig ist, dann ziehen wir mit Liang weg. Wohin zieht denn der Siedler hier? Was hat der vor? Sehr seltsam. In einer Marktwirtschaft hat das Individuum jedoch die Möglichkeit, der Staatsgewalt zu entkommen. So, alle unsere Lagermodernisierungen, die von Bauarbeitern errichtet worden sind, Jagdlager, erhalten plus eine Produktion und plus eine Nahrung. Was wir jetzt machen könnten, aber nicht machen werden, Sägewerke auf Regenwälder zu bauen. Ihr wisst warum nicht. Freibeuter baubar, das Zeitalter der Piraterie beginnt. Und neue Kärtchen, dies spannende Dreieckshandel, historisch ganz furchtbar der Dreieckshandel, kennt ihr, ne? Der Handel zwischen Europa, der westafrikanischen Küste und der nordamerikanischen Ostküste und den englischen Kolonien dort, der Sklaven, Rohstoffe, Fertigwarenhändlerhandel, ganz, ganz schrecklich. Das könnten wir machen und das ist eine coole Karte, wenn man viele Bauarbeiter hat, viele Handwerker, dann stehe ich sehr auf die Logistik. Also wir kaufen im Augenblick keine Geländerfelder, wir sammeln für den Siedler und wir können in... ...5 Runden uns die Karte auch wiederholen. Oder kurz davor. Das Geld sammeln wir, sparen wir im Augenblick für den Kauf eines Siedlers hier. Das heißt, wir geben hier noch... Obwohl, wir könnten einmal noch kaufen, denn bei 295 plus, wenn wir nächste Runde haben, 1813 und wir brauchen für den Kauf eines Siedlers nur 1640. Das heißt, ungefähr 190 können wir noch ausgeben für den Kauf von Geländefeldern. Und das nutzen wir jetzt mal um... Hier in Chao Chandra. Entschuldigung, hier. Das hier zu kaufen. Jetzt machen wir hier einen kleinen Kulturschock. Zack. Sehr schön. Klasse. Wird sofort genutzt. Hoppla. Was ist hier gerade passiert? Jetzt habe ich hier den... ist alles wieder gut. Hier soll ein Industriegebiet hin. Habe ich das mal eingestellt? Hat
Badzeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gemacht zu haben. Werde ich wahrscheinlich dennoch getan haben. Hagia Sophia, fertig, okay. Ein Regen hier vorne bei den Mongolen. Hier wütet ein Unwetter weiter. Wir hatten bislang ziemlich Glück mit Unwettern. Wir könnten einen Guru kaufen und machen es nicht. Hier können wir noch viel aufdecken. Oh, mir fällt was ein. Wir müssen uns um Baumwolle kümmern. Wir haben das Baumwolle-Importabkommen. Krieg mit den Nubiern, aber das ist schon länger, das ignorieren wir komplett. Wir haben das Baumwollenimportabkommen mit dem, war das mit Peterchen? Nee, das war mit Genghis Khan, mit den Mongolen, deshalb fällt mir das auch gerade auf. Das haben wir auslaufen lassen, das muss vor zwei oder drei Runden gewesen sein. Wie sieht's denn aus? Wer kann uns Baumwolle liefern? Ist es immer noch der Herr Genghis Khan? Chandra Gupta macht uns doch sicher einen coolen Preis, oder? Wohl Handelsabkommen mit Jing. Wir checken mal beides. Wir versuchen mal eine Delegation zu schicken. Klasse! Super! Das ist ja ein Ding. Verbessert gleich alles. Hätte ich gar nicht gedacht. Für Freundschaft dürfte es nur ein bisschen weit sein. Entschuldigt bitte, aber warum denn nicht versuchen? Nein, die Mongolei bewundert euch weniger, als ihr denkt. Schnapsnase. Abkommen aushandeln. Wenn wir von dir, mein Allerwertester. Ich bezeichne ihn so, wie ich auch mein Hinterteil benutze. Das ist meine subtile semantische Rache. Wenn ich von meinem Allerwertesten einen Mal Baumwolle bekomme. Was wäre dafür nötig? 6 mal 30, 180, 200 über den Daumen. So, so, so. Und wenn wir selbiges machen mit Chandra. Wo ist er denn? Da oben. Viel weniger. Also ein bisschen weniger. Mit ihm verstehen wir uns auch so gut. Das machen wir mal. Ja, machen wir. Ah, Moment mal, da war noch was mit Tourismus und Kultur. Aber das betrifft andere Handelswege, nicht solchen Handel. Das betrifft nicht den diplomatischen Handel, dass man da Vorteile hat beim Kultursieg. Das ist hier egal. Ja, machen wir schön, danke. Und ich... Doch, das machen wir so. Dann haben wir im Augenblick sehr viel an Salpeter, das wir nicht brauchen. Und das überläuft im Lager, denn wir können nur 50 sammeln. Und das betrifft auch die Pferde. Die würde ich auch gerne noch verkaufen an jemand, der wenig hat. Das könnte Archandra Gupta sein. Süleyman, unser direkter Nachbar. Ja, warum denn nicht? Wir verstehen uns doch so gut mit ihm. Da habe ich keine Problemchen mit. Wer hätte das gedacht, dass wir immer freiwillig Kriegsgut verkaufen wollen? Witzig. Geld hat er nicht zu viel, aber mal schauen, was geht. Zwei für 30 und 10. Also was ich immer übersichtlicher finde, ihm 1 anbieten und dann mal gucken, wie der Preis ist. 1 zu 5, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Das heißt, er müsste uns jetzt dafür 50 geben. Und das ist sogar noch mehr. Das müssten nur mindestens 100 sein. Es sind sogar noch mehr. Der Preis steigt, je mehr wir ihm verkaufen. Coole Geschichte. Machen wir. 5 Gold für 30 Runden. Lass uns also Salpeter ihm verkaufen ist ein bisschen sehr riskant, weil er ist ja, er hatte diese ganzen Salpeter-Einheiten. Aber das verschenken wir im Augenblick auch. Wem könnten wir Salpeter anreden? Wir sind die einzigen, die überhaupt Salpeter haben. Wer ist denn weit weg von uns und vielleicht in der Nähe der Nubia und braucht ein bisschen Unterstützung? Cleo. Cleopatra. Peterchen, natürlich.
Peter macht für uns den Abwehrkampf gegen die Nubier. Wir helfen Peterchen. Hi, Peterle. Auch nur 5, naja. Da sollten also mindestens... Da sollten also mindestens 50 sein. Das funktioniert ähnlich wie eben. Lass uns mal 20 geben, denn den Musketier braucht man nicht vorher. Mit den 20 kann er eine Modernisierung machen. Eine Einheit. Klasse. Und hier kann man ein bisschen die Küste erkunden. Ein Pikenier hier. Nein, das Lager steht leer. Ja, dann ist es jetzt futsch. Ausgehoben. Siedler irrt herum. Rein in die Stadt. Rein in die Stadt. Und, sollte hier wollten wir noch ändern. Nächste Runde kaufen wir den Siedler. Der hat 4 Aktionen. Der kann dann mitziehen. Hier können wir... Oh, hier müssen wir mal langsam... Hier machen wir Folgendes. Jetzt ziehen wir hier rüber und sorgen für den Steinbruch. Der Disputant, der bleibt, wo er ist. Der eilt bitte aus. Ach so, da fällt mir gerade die Siedenteils ein. Wir könnten den auch jetzt schon auflösen. Dann würden wir zwar eine Verbreitung aus vergeuden, weil 3 Verbreitungen braucht er, um den Glaubenssatz bekommen zu können. Das heißt, die 4. Die können wir noch ausgeben, nur müssen wir damit weit laufen. Und wenn wir ihn heilen, ist er fitter. Was wir machen könnten... Wir könnten hier hin und dann hier... Das könnten wir machen. Hier hin und dann hier verbreiten und dann danach dann aus... Ruhen. Das könnten wir machen, ja. Das machen wir. Das heißt, wir ziehen mit ihm nachher hier hin. Und mit dem Missionar geht's runter. Noch die Regierungsform wechseln, nicht vergessen, die Landvermessung fliegt raus und wir nehmen rein stattdessen. Brauchen wir noch Annehmlichkeiten? Checken wir gleich mal. Ja, wenn wir die Musketiere bekommen, das war erst in 6 Runden der Fall, dann wollen wir natürlich weniger Ressourcen dafür ausgeben. Im Augenblick sind alle schwer begeistert, aber... Ah, wir sind schon auf der Kippe. Wenn es unter plus 3 sinkt auf plus 2, sind die nur noch glücklich und nicht mehr begeistert. Das Volk wächst und wächst. Wir könnten eine Annehmlichkeitenkarte reinnehmen. Das wird Sinn machen. Das wäre naheliegenderweise
Die Bediensteten. Plus eine Annehmlichkeit für Städte mit Garnisonseinheiten, also für fast jede Stadt eine Annehmlichkeit dazu. Zwei Bürger sind davon betroffen. Der Rest bleibt, wie es ist. Alternative, frisch erkundet der Dreieckshandel, plus 4 Gold und plus 1 Glauben für jeden Handelsweg. 7 haben wir, das heißt, es wären 28 Gold und 7 mehr an Glauben. 7 mehr an Glauben ist heftig, aber die Annehmlichkeiten... Noch betrifft das uns ja nicht. Wir machen das, wenn wir merken, das knallt uns weg mit den Annehmlichkeiten, dann tauschen wir das aus. Okay? $336, 88. Glauben jede Runde, das ist gar nicht mal so schlecht, wa? Und allmählich können wir auch beginnen. Wir wollten Bibliotheken kaufen. Hier haben wir eine Bibliothek. Wir checken mal alle Campusbezirke, die wir haben. Da ist die Bibliothek. Hier ist kein Campus. Auch keiner. Nein. Auch keiner. Yep. Nein. Hier könnten wir ein Museum kaufen. Hier können wir die Bibliothek kaufen. Und da haben wir eben gestartet. Da sind wir eben gestartet. Das heißt, hier gehen wir hin und kaufen die Bibliothek. Und bekommen dann 2 mehr an Wissenschaft. Ist nicht viel, aber nächster Schritt ist dann die Uni. Wohin zieht der Osmane mit dem Siedler? Was hat der vor? Ach, der will hier eine Stadt gründen, jede Wette. Die wird dann nochmal bullistisch. Ja, das auf jeden Fall. Klar, der Pikenier greift uns an. Aber über den Fluss hinweg und so fortschrittlich sind Pikeniere nicht mehr. Nee. Da können wir sogar noch... Können wir den weiter befördern? Ja, warum nicht? Ein Erfahrungspunkt immerhin. Die können wir jetzt wieder uns zurückbewegen. Und der wird hier hinten benötigt für die Garnison. Unwetter klingt ab bei Peter. Gutes Omen im Krieg gegen die Nubier. Missionare haben wir genug. Und jetzt können wir in Salpeterchen. Wir können... den Siedler natürlich auch hier kaufen, hier kostet er keinen Bevölkerungspunkt. Und hier dann rüberziehen, das ist ein Unterschied von 4 Runden etwa. Aber das ist, wir machen das hier, das ist hier geht es noch schneller. Hier ist ein Plus an Nahrung von 18, hier ist ein Plus an Nahrung von 10. Das heißt, der hier ist sehr schnell wieder zurück. In Salpeterchen haben wir Wohnraumprobleme, 3 von 5 Bürgern. Und hier 4 von 4. Hier gibt es eh Wohnraumprobleme und einen höheren Nahrungsüberschuss. Und das liegt näher nach hier oben. Das heißt, hier kaufen wir einen Siedler. 1640, wow. Zack, da ist er. Und er zieht dann gleich rüber. Hat leider im Augenblick keine Bewachung. Blöd, wenn da ein Schiff draufziehen würde. Das wäre ärgerlich. Und mit ihm ziehen wir dann hinterher zu dem Siedler. Und hier machen wir den Steinbruch. Und mit den Missionaren geht zu den Stadtstaaten. Ein bisschen schauen, ob wir noch was aufdecken können. Mal schauen, wie es bei den Ägyptern unterm Sofa aussieht. Okay. Und 2 Runden die erste Hilfslieferung. In 3 Runden das Arsenal von Venedig fertig. Da
aber schlägt sich mein Stimmchen vor Freude. Bald können wir die Hilfsleistung checken. Bei den Hilfsanforderungen liegen ja, die generieren ordentlich hier. Die geben wir die Schaufeln vielleicht auch viel Gold rüber. Kann gut sein. Und mit dem Apostel können wir jetzt hier Religion verbreiten. Im Augenblick sind hier 6 Bürger buddhistisch. Nächste Runde machen wir aus ihm, quetschen wir aus ihm den nächsten Glaubenssatz raus. Allianzen sind abgelaufen. Wir kaufen nichts mit Glauben. Widmungsbonus, Distrikt fertig, 122 haben wir. Wir brauchen mindestens 145 für normales Zeitalter, haben noch viel Zeit. Das ist alles kein Thema. Wohnraumprobleme in Küsteneintopf. Da kommt demnächst die Wahlen hinzu, dann gibt es einen Kulturschock. Da können wir ruhig einen Moment noch abwarten. Wir könnten allerdings auch einfach nur tricksen, wenn wir das dazu nehmen, das Feld. 1, 2, 3. Wir müssten noch eins dazu nehmen. Dann sollten wir 5 Wohnraum haben, wird aber nicht angezeigt. Dann verlieren wir hier wiederum Wohnraum. Naja, das wird jetzt nicht übernommen. Das sind so Sperenzchen. Also meine Aquazut bringt ja einen halben Wohnraumpunkt, je nachdem, welcher Stadt der zugewiesen ist. Handelswegkapazität erhöht. Oh, wir holen uns einen weiteren Händler. Wir müssen 4 Allianzen noch erneuern. Viel zu tun für die nächste Folge. Dieses Video erscheint an einem Streamtag, an einem Samstag. Samstag, Mitte November, heute Abend, Planet Zoo ab 20 Uhr. Wird ein schöner und schön langer Samstag. Würde mich sehr freuen, euch willkommen zu heißen. Bis dann, tschüss.